Einer. 3000 aber. Nein. Ich will unbedingt den psychisch Kranken. Der ist schon wieder in. Er hat jetzt schon wieder gemacht. Wie lange hat 7, 15 Jahre verurteilt in die Videospielpiraterie? Ja, ist auch gut. Was denn für eine Bestrafung? Wo kann ich eigentlich sehen, was der jetzt für eine Bestrafung hat? Das war doch eigentlich, konnte man das doch früher sehen. Hä? Was denn hier passiert? Hier, die Lampe will ich nicht. Reiß mal die Lampe ab. Wie habe ich da aus Versehen der Dings hingemacht? Mann, das ist auch wieder so ein Ding, ne? Aus Versehen eine Tür hingemacht. So. Toll. Tippst du da jetzt? Ja, da ist eine Tür. Gefängnistür. Abreißen. Eine weiße. Macht nichts. So, ist halt jetzt ein bisschen kalt, macht nichts. Es kommt ein psychisch Kranker, ein neuer. Ich muss mal gucken, ob das runtergeht. Ist ein bisschen blöd, wenn wir jetzt da alle 10 gleichzeitig belegen müssten. Weil das ist ja gar nicht so einfach. Das ist ja gar nicht so einfach. So, warte. Jetzt muss ja hier Büro des Psychiaters. Wir haben einen Psychologe. Wir brauchen einen Psychologe. Der kostet 200 am Tag. Macht nichts. Da ist er. Jetzt muss man hier aber mal gucken. Der muss bestimmt. Ne, wir haben ja hier, genau, da ist wegen ist die Tür, der kann da durchgehen. Da kann er gleich hingehen, kann er in Behandlung gehen. Muss ich dem eigentlich das mitteilen? Warte mal, wie war denn das? Ich gucke ständig hier durch, so. Behandlung Drogensucht, nee. Verhaltenstherapie, nein, psychische Beratung. Bitte. Wo ist es denn jetzt hin? Psychische Beratung. Warum willst denn du nicht? Tischlehre, Programm, Grundlagenausbildung, Gruppentherapie für Alkoholiker. Wo wird denn das gemacht? Eine Gruppentherapie für Alkohol hilft das Verlangen einer angeleitet vom Psychologen in Gemeinschaftsraum. Sitzungsdauer 2 Stunden. Jeder Häftling benötigt Stuhl. Einweisung Alkoholismus. Bewährungsanhörung. Erfordert Gefängnisregeln. Angelegt vom Bewährungs. Ja, das weiß ich. Taser-Ausbildung für Wachen. Ja, das haben wir noch nicht. Ist denn der Typ eigentlich da? Nee, aber gleich um 8 kommt er. Um 8 kommt der. Wollen wir mal was gucken hier. Niedrige Erfahrungsstufe 38. Psychisch krank 1. Höchstkapazität 28. Kapazität für 38 für die niedrige Sicherheitsstufe. Ja, heizt. So. Mal gucken, wer da kommt. Das können wir ja mal hier. Die Dinge kann man dann, jetzt sind sie gewachsen. Die will ich ja nicht wegwerfen. Die kann man verkaufen. Die kann man verkaufen. So, warte mal. 7:48 Uhr, 7:49 Uhr. Lass mal schauen, wann der Typ kommt. Da. Ah, sehr schön. Dann kriegen wir jetzt, wenn wir mal gucken, ob der. Da hat sogar weiße Klamotten an. Häftling zum Folgen doppelt links
Nein, will ich jetzt nicht. Bedürfnis, Komfort, Kleidung. Komfort, du hast ja wohl einen Schatten. 7 Jahre. Was hat er denn eigentlich gemacht? Kaufhausdiebstahl. Naja, nun. Aktivität, Laune, Verfassung, null einschließen. Ja, das macht ja nichts. Was heißt denn dieses so? Aber das heißt doch eigentlich, normalerweise muss ich ja diesen komischen Krankenhauspfleger da einstellen. Und verfolgen das mal. Ach, jetzt hat er das Essen. Geht er gerade wieder zurück. Der geht halt mit da rein, ne? Was macht er denn jetzt? Kämpft mit, warte mal. Kämpft mit sich selber, ne? Hier. Der hat halt einen Schatten. Nee. So, was ist denn da jetzt? Nehmen Sie 10 psychisch kranke Häftlinge auf. Alter. Wieso hat denn das jetzt eigentlich nicht runtergestellt, gedreht, getan? Also ich habe keine Ahnung, was dieses Zeichen da oben drauf bedeutet. Ich weiß es nicht, ne? Wärme. Ja. Wärme ist so eine Sache, ne? Was passiert denn eigentlich? Warte mal. Ah, hier, psychische Beratung. Einer in der Warteschlange. Sehr schön. Hast dich erstmal beruhigt da unten? Haben wir wieder zu wenig. Eigentlich müssen wir einen. Was kostet so eine Wache? 100 am Tag. Kommt aber, kommen wir nicht drum rum, müssen wir einstellen. Müssen wir einstellen. Das sind nämlich zu wenige. So, alles in Ordnung hier? Passt. Jetzt war der da drin, ne? Ich will mir den hier nochmal angucken. Der steht ja hier nicht als, der hat später irgendwie einen Hau wegbekommen. Und was soll eigentlich jetzt. Guck mal hier. Er hier, ne? Das ist ein normaler grauer Häftling. Der hat da drin hier nichts zu suchen, weil wir haben von Einsatz. Wieso denn das jetzt wieder nicht? Ach, Mist. Doch, der kann da hoch. Weil da keine Tür drin ist. Das müssen wir anders da machen. Wir müssten jetzt eigentlich nochmal hier Türen, eine große Gefängnistür, die da rein muss für die Sicherheit. Die zwar auf Aufstellen. Wieso hat denn jetzt zum Beispiel der nicht gezählt? Also ich sollte das da nicht runterzählen? Ich bin überfragt. 100, was? Sitzung des, was? Toll. 1200. Kostet der Psychologe so viel oder was? Entriegeln. So, und dann kann man nämlich hier wieder. Oh Gott. Nein. Einsatz ist es. Hier machen Psychosicherheitstrakt. Dann passt das nämlich. Nehmen Sie 10 psychisch kranke Häftlinge auf. Haben wir doch. Haben wir. Passt doch alles. So, ich muss halt immer noch mal wegen der Kohle gucken. Den ist halt jetzt ein bisschen kalt hier drin. Bringt er? Ach, die Wäsche. Das passt ja. Arbeitszeit, Freizeit, Programme, Freizeit.
Warte mal. Arbeitszeit, Freizeit, Programme, Freizeit. Psychisch Kranke. Programme, Freizeit, Arbeitszeit, Freizeit, Arbeitszeit, Freizeit. Arbeitszeit, Freizeit, Arbeitszeit, Einsperrzeit. Warum hat denn der eigentlich da Programme stehen? Wie lang pennen die eigentlich? Ist eigentlich ein bisschen lang, oder? Naja. Okay, sollen sie mal machen? Müssen wir mal schauen. So. Kriegen wir eigentlich hier mehr von... Wie war denn das? Wieder mit der Logistik war es, ne? Ja. Sollen wir mehr schaffen? Da haben die auch was zu tun. So, der nächste Block wird auf jeden Fall einer, wo die mittleren mit reinkommen. Mit auch, da brauchen wir eine andere Küche. Und dann auch endlich mal hier, dass das hier, das kommt weg. Kann ich eigentlich den schon... verkaufen? Wo war denn das eigentlich? Nee, warte mal, die muss ich irgendwie, den muss ich abreißen. Das machen wir jetzt mal. Tun wir die beiden abreißen. Und dann muss ich sie verkaufen. Huch. Wieso kommen die eigentlich abends um 6? Ja, da ist er halt ziemlich nahe dran. Wer bist denn du eigentlich? Rechtsanwalt. Oh, der Rechtsanwalt. Jetzt flippt er wieder aus da drin. Was willst du? Ja, Hund. Reg dich nicht auf. So, jetzt sind die Bäume im Lager. So, und jetzt kann man die Dinger eigentlich theoretisch verkaufen. Was ist denn das eigentlich, was hier rumfliegt? Autospeicherung, ja, ja. Gehst du mal da raus, bitte? Es ist beendet, es ist Essenszeit. Sonst tue ich dich nämlich hier mal ganz knapp irgendwo. Also das finde ich ein bisschen komisch. Jetzt warten wir nochmal ab, was morgen um 8 passiert. Könnten hier noch, warte mal, was haben wir denn da eigentlich noch von den Objekten? Was ist denn das eigentlich? Reifenstapel. Fungiert als kleine Mauer, die Häftlinge Personal umgehen müssen. Auch nicht. Eine Tafel? Klassen, oh ja, so stimmt, Klassenraum. Holzpuppe. Für was eigentlich? Kamerapfosten. Dieser Pfosten mit dem offenen Gebäude aufgestellt mit Kameras bestückt. Wie groß ist denn der? Toll. Na, das ist ja nichts Besonderes. Das ist nichts Besonderes. So, was haben wir eigentlich da oben noch? Teilen Sie drei Häftlinge zur Arbeit in der Küche ein. Teilen Sie drei Häftlinge zur Arbeit mit dem Putzmittelschrank auf. Aber Moment, das haben wir doch. Das ist der Putzmittelschrank. Putzmittelschrank. Auf den eigenen Raum? Sieht so aus. Lass mal kurz gucken hier. Wie wären wir die hier? Alles in Ordnung mit dir? Ja, ja, ja. Aktiv für die Tagesordnung, Schlaf, Freizeit. Also bei ihm keine besonderen Vorkommnisse. Einschließen, Aktivität einschließen. Warum wird der eigentlich so oft eingeschlossen, der Kerl?
So, sieht eigentlich alles ganz ruhig aus. Dann machen wir mal schnell vorwärts und gucken uns noch an, wie das jetzt um 8 Uhr morgens geht. Kommen 8 psychisch Kranke. Wieso eigentlich 8? Warte mal. Na doch, passt. Wow. Ach, süßig Kranke. So, das hier gibt Gas. Das reicht hier noch. Das ist gar kein Problem. Wenn wir 3000 pro psychisch Kranken kriegen, da sind jetzt da 24.000. Na gut, wenn die auch wieder. So, das ist das Essen, wenn die wieder 1200 der Psychiater kostet. Nur weil die da irgendwie was schaffen. Die Zelle ist übrigens leer. So, jetzt bin ich mal gespannt. Achtung. Also dann muss auf jeden Fall. Ja gut, da ist der Boiler auch im Weg, das macht aber dann nichts. Lass mal die Wand von dem Boiler erstmal stehen. Ich hoffe, dass wir das alles ohne Probleme abbauen können. Wer duscht da eigentlich? Das sind alleine Dusche. So, da sind sie. Nehmen Sie 10 psychisch kranke Häftlinge auf. Haben wir geschafft. Alles klar. So, 39.000. So, jetzt machen wir hier bitte kurz langsamer. Das sind also die Weißen. Halt! Was denkt der sich jetzt eigentlich? Es gibt keine freien Zellen für diesen Häftling. Warum? Geht denn das jetzt schon? Wie wegen dem einen, ne? Wegen dem einen, der auch, glaube ich, nicht in weißen Klamotten rumrennt. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh. Jetzt mal ganz ehrlich, der läuft jetzt da durch. Aktion. Wir müssen den Häftling durchsuchen. Und den Typen einschließen. Guck mal. Wieso lässt der die da durch? Der ist verärgert und erschöpft. Müde. Das Personal zieht das vor sich in einem. Ja, geh doch hin. Mir ist zu kalt. Guck mal, da ist der Arzthelfer. Wieso hat er den da durchgelassen? Das soll wieder einer, was hier im Gefängnis Wertung. Was haben wir eigentlich hier? 8 Häftlinge wurden entlassen, 10 Häftlinge müssen entlassen werden. Damit der Bericht doch so, alles klar. Was warst du? Diagramme. Häftlingsanzahl, Gefängniswert. Na, das kriegen wir auch noch hin. Ich will mal kurz hier was gucken. Arbeiten im Forstbetrieb, das will ich jetzt nicht. Das machen wir. Rechtsanwalt frei, der über die Werkzeugleiste Personal eingeschaltet werden kann. Schaltet viele Forschungsaktionen frei, die ihre Kontrolle über das Gefängnis. Was ist denn das eigentlich? Dauerhafte Bestrafung, rechtliche Vorbereitung. So. Hol dir mal jemand, bitte. Du, der mit ohne Zelle. Da kommt jetzt, muss jetzt hier dieser einzelne Pfleger kommen, um dich da zu holen. Nee. Den holt auch kein Polizist. Was ist mit dir? Verurteilt zu 6 Jahren für Meineid. Mehr ist es nicht. Warum wird denn der jetzt wieder nicht geholt? Mal gucken.
Kapazität für psychisch Kranke 10. Kapazität für Niete 38. 48. Können wir diesen einen Typen nicht endlich mal irgendwie loswerden? Ja, das gucken wir uns aber dann in der nächsten Folge an, ne? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann. Ciao, ciao.